Hallo zusammen, ich bin Julian und willkommen auf unserem YouTube-Kanal, auf dem wir Internetnutzer auf der ganzen Welt befähigen, ihre Privatsphäre und Sicherheit zu schützen und den Zugang zu freien und fairen Informationen zu gewährleisten, und zwar durch die Verwendung eines VPN. Macs sind für ihre Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit bekannt. Typische Malware, die einen Windows-Rechner zerstören kann, ist den integrierten Sicherheitsmaßnahmen eines Macs einfach nicht gewachsen. Wenn eure Verbindung jedoch den Mac verlässt und das Internet erreicht, wird sie genauso anfällig wie die Verbindungen anderer Betriebssysteme. Deshalb müsst ihr ein virtuelles privates Netzwerk verwenden, besser bekannt als VPN, um eure Daten und eure Identität online zu schützen. Wenn ihr Mac-Benutzer seid, schätzt ihr wahrscheinlich Produkte, die einfach zu bedienen sind und einwandfrei funktionieren. Leider haben viele VPNs unübersichtliche Benutzeroberflächen und sind überfüllt mit Funktionen, die ihr vermutlich sowieso nie nutzen werdet. In unserem heutigen Video stellen wir euch also drei der besten VPNs für Mac-Benutzer vor und verraten euch, welches unsere beste Wahl ist. Wir beginnen mit unserer Top-VPN-Auswahl. NordVPN. Lasst uns darüber sprechen, warum NordVPN speziell für Mac-Benutzer so großartig ist. NordVPN bietet eine großartige Mischung aus branchenführender Sicherheit und Funktionen und bietet gleichzeitig eine saubere, benutzerfreundliche Oberfläche. Es bietet bestimmte Anpassungen für fortgeschrittene Benutzer, ist aber so einfach, dass es jeder benutzen kann. Es ist also sehr einfach zu bedienen, kann aber auch mit euren Anforderungen wachsen. Die meisten Benutzer, mich eingeschlossen, wollen einfach nur ein VPN, das schnell, sicher, zuverlässig, unkompliziert und erschwinglich ist. Und das ist NordVPN. NordVPN hat sich konstant als das schnellste VPN auf dem Markt erwiesen. Sowohl in unseren eigenen Tests, als auch in dieser aktuellen Studie, die aus über 200.000 Tests besteht, belegt NordVPN fast immer den ersten Platz bei der Geschwindigkeit. Das ist sehr wichtig, wenn ihr Filme oder Serien streamen oder Spiele spielen wollt, denn es ist schnell genug, um keine Verzögerungen oder Latenzprobleme zu verursachen. Und die Geschwindigkeit ist auch für den praktischen täglichen Gebrauch wichtig, denn wenn ihr dieses nervige kleine Pufferrädchen bekommt, ihr wisst schon, wovon ich spreche, besteht die Chance, dass ihr irgendwann die Nase voll habt und euer VPN einfach ausschaltet. Und schon seid ihr wieder da, wo ihr angefangen habt und seid wieder allen möglichen Cyberbedrohungen ausgesetzt. Was die Funktion anbelangt, NordVPN bietet VPN-Chaining bzw. Doppel-VPN oder was sie Double-VPN nennen, was euch erlaubt, euch über zwei VPN-Server hintereinander zu verbinden. Während die Verbindung über einen VPN-Server bereits sicher ist, werden eure Daten durch die Verbindung über zwei VPN-Server doppelt verschlüsselt, was sehr schwer nachzuverfolgen ist und die Verbindung daher super sicher macht. Außerdem gibt es einen automatischen Kill-Switch, der euch auch dann schützt, wenn ihr versehentlich die Verbindung zu einem VPN-Server unterbrecht, damit eure Daten nicht ins Internet gelangen. Und außerdem erhaltet ihr sogenannte verschleierte Server, die dafür sorgen, dass niemand weiß, dass ihr überhaupt ein VPN verwendet. Auch nicht euer Internet Service Provider, ISP. Mit NordVPN erhaltet ihr auf dem Mac leider kein Split-Tunneling, da diese Funktion nur für Android- und Windows-Benutzer verfügbar ist. Meiner Meinung nach ist es aber kein Problem, da viele von uns Mac-Benutzern ohnehin nicht so viel Wert auf diese erweiterten Einstellungen legen und sie auch kaum nutzen würden, wenn wir sie hätten. Was die Serververfügbarkeit betrifft, so bietet NordVPN über 5000 einzelne Server in etwa 60 Ländern auf der ganzen Welt an, wodurch ihr in der Lage seid, euch mit einem Server in so ziemlich jeder gewünschten Region der Erde zu verbinden und euren Server nie mit Tausenden von anderen Benutzern teilen müsst. Um genau zu sein, hat NordVPN die drittgrößte Serverliste auf dem Markt, also definitiv mehr als genug für das, was ich und wahrscheinlich auch ihr brauchen werdet.
Während alle anderen VPNs dieses Qualitätskalibers auch sehr teuer sind, weist NordVPN ein großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis auf, bei weitem das Beste da draußen. Aber sie haben nicht alles und es gibt Anbieter mit noch mehr Funktionen, sodass je nach euren Bedürfnissen einer der anderen Anbieter auf dieser Liste besser für euch sein könnte. Also schauen wir mal direkt weiter. CyberGhost. CyberGhost ist ein weiteres großartiges VPN für Mac-Benutzer, denn es hat eine schöne, übersichtliche Oberfläche, ist benutzerfreundlich und es gibt einen Aspekt, in dem es sich wirklich von anderen Anbietern abhebt. Und das ist die Serverliste. CyberGhost bietet über 7000 Server in mehr als 90 Ländern an, was nur von PIA-VPN übertroffen wird, das wir in unserem heutigen Video nicht vorstellen, weil es für Mac-Benutzer in der Regel nicht gut geeignet ist. Ehrlich gesagt, selbst 7000 Server könnten selbst für die eifrigsten VPN-Nutzer relativ unnötig sein. Aber wenn ihr speziell nach einer riesigen Serverliste sucht, die euch Server in vielen kleinen, obskuren Orten bietet, könnte CyberGhost eure beste Wahl sein. Es ist auch erwähnenswert, dass von den 7000 Servern von CyberGhost über 2000 in Europa stehen, was CyberGhost zu einem guten VPN für Mac-Benutzer macht, die in Europa leben, da grundsätzlich die Verbindung umso schneller ist, je näher ein VPN-Server an eurem Standort steht. Und apropos, dazu muss ich sagen, dass die Geschwindigkeiten bei CyberGhost nicht so stark sind, aber dazu gibt es eine Sache, die ich auf jeden Fall erwähnen möchte. In Geschwindigkeitstests schneidet CyberGhost bestenfalls durchschnittlich ab und belegte in diesem letzten Test sogar nur Platz 8. Das könnte also zu Problemen bei der Benutzung führen, aber dafür bietet CyberGhost in der Mac-App eine spezielle Registerkarte nur für dedizierte Streaming-Server an. Wenn ihr also eure Lieblingssendung streamen wollt, hat CyberGhost eine separate Liste der besten Server, die für diesen speziellen Zweck geeignet sind, sodass ihr theoretisch bessere und höhere Streaming-Geschwindigkeiten erhaltet, wenn ihr diese Funktion nutzt. CyberGhost verfügt auch über einen automatischen Kill-Switch, was immer eine gute Sicherheitsmaßnahme ist. Der automatische Kill-Switch sorgt dafür, dass ihr nur über den gesicherten VPN-Tunnel mit dem Internet verbunden werden könnt. Was die weiteren Funktionen angeht, so bietet CyberGhost kein VPN-Chaining bzw. Doppel-VPN und keine verschleierten Server, also möglicherweise etwas weniger Sicherheit als NordVPN. Aber auch hier gilt, dass einige dieser Funktionen typischerweise von fortgeschrittenen Benutzern verwendet werden, sodass ihr euch vielleicht diesbezüglich keine Sorgen machen müsst. Es gibt jedoch eine etwas bittere Pille zu schlucken, und zwar, obwohl CyberGhost auf seine No-Logs-Policy schwört, muss das Unternehmen noch eine Prüfung durch einen Dritten über sich ergehen lassen, was bedeutet, dass es noch nicht offiziell bestätigt ist, ob es Benutzerprotokolle führt oder nicht. Es besteht also eine kleine Chance, dass bei einem Datenleck in der Zukunft auch eure privaten Informationen nach außen dringen könnten. NordVPN und unser letzter VPN hier auf der Liste wurden beide von einer dritten Partei geprüft und haben bewiesen, dass sie keine Datenprotokolle speichern. Wenn das also für euch wichtig ist, solltet ihr euch für einen dieser Anbieter entscheiden. Ihr erhaltet also bei CyberGhost nicht die erstklassige Leistung, die ihr bei NordVPN bekommt, aber ihr erhaltet mehr Server, Split-Tunneling und einen niedrigeren Preis, wenn ihr euch für einen langfristigen Plan entscheidet. Surfshark. Surfshark bietet einen VPN mit einer der saubersten Benutzeroberflächen. Es ist einfach und intuitiv zu bedienen und selbst VPN-Neulinge können es ziemlich einfach benutzen. Die Anwendung für Mac läuft reibungslos und bietet die allermeisten Dinge, die sich ein Mac-VPN-Benutzer wünscht, einschließlich einer großen Bonusfunktion, zu der wir gleich kommen werden. Beginnen wir mal mit den Servern. Surfshark bietet mehr als 3000 Server in über 60 Ländern, was für die meisten Benutzer ausreichend ist. Das sind zwar weniger als bei den meisten Konkurrenten, aber für den alltäglichen VPN-Gebrauch ist es mehr als genug. Allerdings übertrifft Surfshark einige seiner Konkurrenten
bei der Auswahl des VPN-Protokolls in der macOS-App. Während die meisten anderen VPN-Anbieter nur ein Protokoll in ihren macOS-Apps anbieten, bietet Surfshark 2, IKEv2 und OpenVPN. Wenn ihr mit VPN-Protokollen nicht vertraut seid, es handelt sich im Wesentlichen um eine Reihe von Regeln, die eure Verbindung zu einem VPN-Server steuern. Wenn man die Wahl zwischen IKEv2 und OpenVPN hat, kann man das VPN-Erlebnis individuell anpassen und maximieren. Aber das ist normalerweise nur etwas für fortgeschrittene Benutzer. Für die meisten Leute ist ein Protokoll ausreichend, aber wenn ihr mehr Kontrolle wollt, dann könnt ihr sie hier nutzen. Was die Funktion angeht, so bietet die macOS-App von Surfshark die umfangreichste Palette auf unserer heutigen Liste mit VPN-Chaining bzw. Doppel-VPN, automatischem Killswitch und verschleierten Servern. Im Gegensatz zu den meisten anderen VPN-Anbietern, einschließlich der beiden anderen in unserem heutigen Video, bietet Surfshark unbegrenzte gleichzeitige Verbindungen. Das bedeutet, dass ihr mit nur einem Konto so viele Geräte gleichzeitig schützen könnt, wie ihr möchtet. Wenn ihr so seid wie ich und nur ein paar Geräte gleichzeitig in eurem Haushalt benutzt, dann spielt das überhaupt keine Rolle. Aber wenn ihr in einem großen Haushalt mit vielen Geräten lebt oder wenn ihr ein Gamer oder Gamerin seid, der einen Haufen Freunde zu sich einlädt und das VPN benutzen möchte, um eure Gaming-Session zu verbessern, dann ist es eine gute Sache, unbegrenzte gleichzeitige Geräteverbindungen zu haben. Alles in allem ist Surfshark also ein großartiges VPN für macOS. Wenn euch eine geringere Anzahl von Servern egal ist und ihr großen Wert auf Benutzerfreundlichkeit und unbegrenzte gleichzeitige Geräteverbindungen legt, ist Surfshark wahrscheinlich die beste Wahl für euch. Fazit: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unsere Top-Empfehlung für das beste VPN für Mac NordVPN ist. Aber es hängt natürlich von euch und euren persönlichen Bedürfnissen ab. Wenn ihr daran interessiert seid, NordVPN auszuprobieren, dann schaut mal in die Beschreibung. Dort haben wir euch das absolut beste Angebot reingepackt, denn wir sind immer auf der Suche nach den besten Angeboten für euch. Und ich hoffe, ihr habt in diesem Video etwas Neues gelernt und es hat euch gefallen. Wenn ja, drückt den Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal, auf dem wir alle Arten von nützlichen und aktuellen Informationen über VPNs und Cybersicherheit teilen. Lasst es mich wissen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wir helfen euch gerne weiter und mich interessiert sehr, welches VPN ihr verwendet und wie es euch gefällt. Also lasst es mich wissen und ich bin Julian und wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt sicher, informiert und fantastisch. Man sieht sich.